Auf jeden Fall mega interessant. Da konnten wir noch was lernen. Kurzer FPS-Drop. Geht wieder. Der falsche Zauber. Oh, ich höre Windwurz. Aha, und Mana-Pilze. Perfekt. Die habe ich nicht gehört, aber sie waren da. Und was machst du heute so? Oh, Ja, den Pilzen beim Wachsen zu. Oh Gott. Mal kurz. Problem mit den FPS. Wo ist denn Filou? Au! Der ist tot. Okay. Aber schon in einer sehr coolen Position gestorben. Hey, komm her. Wo geht's da hin? Nein, wir müssen weiter. Wenn wir die Krankheit. Verzeihung, wenn wir die Krankheit unter Kontrolle haben, dann nehmen wir jede scheiß Ecke mit. Außer es ist irgendwas sehr Wichtiges, was wir erledigen müssen und wollen. Aber sonst nehmen wir dann alles mit. So wie das da hinten zum Beispiel. Oh, Mana-Pilze. Du bist Marek? Nicht sehr. Okay. Können wir den nehmen oder ist das stehen? Nee, ist nehmen. So ist das eben. Oh, guck mal. Es ist Elfriede in groß. Guck mal hoch, Elfriede. Möchte gerade nicht. Nee, pst, pst. Nee, möchte nicht. Warte. Das hier? Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Oh, Wissen. Ich bin Fremdländer. Könntet ihr mir erklären, was es mit dem Bad auf sich hat? Was es damit auf sich hat? Das nenne ich mal eine Frage. Aber gut. Der Pfad ist zum einen die Heilige Schrift, die sowohl die Offenbarung der Lichtgeborenen nach dem Fall Asatorons als auch die Reise der ersten Vasalle nach Endaral dokumentiert. Und natürlich die Tugend des Pfades, nach der wir Endralea alle leben und der den Weg zur Erlösung darstellt. Zum anderen stellt der Pfad auch die heilige Berufung eines Einzelnen dar, den zu folgen Verpflichtung eines jeden gottestreuen Bürgers ist. Verstehe. Danke für die Erläuterung. Gerne, mein Kind. Schreitet wohl. Ja, tschüss dann. Das hier. Ja. Schreitet wohl, mein Kind. Nehmen. Wie kann ich euch helfen? Das von hier aus nehmen? Nee. Geld darf ich auch nicht nehmen.
Okay. Okay. Dann eben erstmal nicht. Ja, ist dir selber aufgefallen, dass du gar nicht auf Metall rumhaust? Hallo? Oh, sprich mich bitte nicht an. Kann ich gar nichts mitnehmen. Unglaublich. Oh, hier noch mal schnell hin. Ne, der Kopf ist immer noch unten. Hallo. Hey, du da. Ja, genau, du. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Wenn du das möchtest. Naja, ich hab was gefunden, was richtig Tolles. Aber allein komme ich damit nicht weiter. Ich brauche die Hilfe von jemand Großem und Starkem. Wie wär's also? Ich zeige dir, was ich meine, und du versprichst mir dafür dann, dass du mir damit hilfst. Was sagst du? Und warum fragst du dafür mich und nicht die Deinen? Weiß nicht. Dein Vater, deine Geschwister. Ich könnte gefährlich sein. Gefährlich? Ich weiß nicht. Dann wärst du doch nicht so nah an Flussheim und den Gardisten, oder? Außerdem dürfen Papa und die anderen nichts davon wissen. Sonst klappt die Überraschung nicht mehr. Na schön, ich helfe dir. Klasse! Ich wusste, dass du ja sagen würdest. Komm mit. Guck mich nicht so an, guck nach vorne, so stolperst du. Ich laufe hinter dir, kannst du mich nicht angucken. Was denn jetzt? Besten Weg hier ausgesucht. Ich möchte das Kind nicht anzünden. Nein, Kind, geh doch weg. Wo ist er hin? Sieht das? Ja, dann los. Ja, komm schnell, ich zeig dir das Geheimnis, dann lauf doch mal. Siehst du, es kommt nur davon, weil du nicht nach vorne gesucht hast. Bist du unterwegs irgendwo gestolpert, hast dir den Kopf gestoßen und jetzt kommst du nicht mehr klar. Das ist das Problem. Ja, ich bin hier. Hier laufen wir jetzt wieder zurück. Silas, das ist ein doofes Spiel. Gut, er zeigt uns kein Geheimnis. Aber wir können ja mal gucken, er wollte irgendwo scheinbar zum Strand, bis ihm die Krabbe angegriffen hat. Wahrscheinlich wollte er eigentlich zu dieser Schatulle. Rostiges Kästchen. Schloss gibt kein Stück nach. Hohe Gewalt? Oder vielleicht ein Messer? Ihr solltet auf Silas warten. Also ist es schon mal das Richtige? Ihr solltet auf Silas warten. Ja, aber Silas kommt nicht mehr. Der wurde von der Krabbe angegriffen und hat jetzt keinen Bock mehr. Sodala, schau, das hier habe ich gestern beim Krabbensuchen gefunden. Toll, oder? Sodala, schau, das hier habe ich gestern beim Krabbensuchen gefunden.
Toll, oder? Eine Büchse. Ja, und weißt du was? Wenn man sie schüttelt, hört man so ein Klimpern, wie als wenn da Münzen drin wären. Alles, was wir also tun müssen, ist sie aufbrechen und dann können wir uns die Beute teilen. Und ich könnte Papa das Geld für den Spitzbartmann geben. Den Spitzbartmann? Also, was meinst du? Kriegst du sie auf? Ich hab's schon versucht, aber die ist richtig feste zu. Was für ein Spitzbartmann? Ja, dieser eine Kerl aus der großen Stadt, der immer kurz vor Mondwende kommt und Geld von den Leuten will. Janka oder so nennt Papa ihn immer, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Er versucht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ich bin ja nicht blöd. Vielleicht sind in der Büchse ja genug Groschen drin, damit Papa den Kerl bezahlen kann. Na gut, ich versuch's. So, jetzt laufen wir da wieder hin. Haben wir auch sonst nichts zu tun? Na? Rangehen dürfen wir noch nicht. Gut, offen ist er. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal wieder zurück zu ihm. Alter. Ja, sowas passiert in den besten Spielen. Das sind keine Groschen. Das sind irgendwelche komischen Teile und ein Stück Papier. Hier, guck's dir selbst an. Die Notiz. Hallo? Erhaben, stolz und voller Kraft, soweit er den Tag... Was? Erhaben, stolz und voller Kraft, soweit er denn für Tag und Nacht. Er spendet Segen in der Not, auf unserem Pfad bis in den Tod. Okay, wer lesen kann, ist gleich ein Vorteil. Und, hast du was? Ein Rätsel. Ein Gedicht? Was, wenn das ein... Wie heißt das, ein Rätsel ist? Hab ich doch gesagt. Lies mal vor, was steht da genau? Ich hab grad vorgelesen. Segen in der Not. Das... Ach, Menno. Wieso müsst ihr Großen immer so umständlich reden? Wobei, der Pater spricht doch immer was von Segen bei den Messen. Vielleicht meint der Schreiber damit den Schrein. Schnell, geh nachschauen. Ich muss zurück zum Hof und die Leoren füttern. Sag mir dann aber unbedingt Bescheid, wenn du was gefunden hast. Also er geht davon aus, dass der Pater den Schrein... Also er meint den Schrein. Typ. Wir können ja jetzt einfach mal hier gucken, wo wir eben waren. Vielleicht können wir jetzt dieses Buch aufheben. Vielleicht ist das gar kein Zauberbuch. Mal den Schmetterling mitnehmen. Hey, Pater. Nee. Hier irgendwas in der Nähe? Ringsrum? Alte Inschrift. Am Beginn des Stroms, im Westen ein großer Fels mit erhobenem kahlen Baum. Okay. Das ist Osten. Da ist halt der kahle Baum. Ganz schön weit weg. War hier irgendwo hoch? Ich hoffe, das ist auch der richtige Ort. Also es war im Westen und es ist der kahle Baum hier, oder nicht?
Vielleicht da denn, wo die Treppe ist? Ein Windwurz. Hier versteckt? Hm? Nein. Hm. Können wir das hier nochmal bei unserem Questlog nachlesen? Bla bla bla, lediglich eine Notiz. Am Beginn des Stroms im Westen ein großer Fels mit erhobenem kahlen Baum. Am Beginn des Stroms. Wäre ja da. Also nicht hier oben. Aber was war da jetzt noch? Ja. Nachricht an den Finder. Oh, wir haben es scheinbar doch gefunden. 100 Groschen. Was ist hier noch? Kalte Nacht. Ist denn kalte Nacht? War das eine Waffe? Ja. Mit 11 Schaden. Unser Messerchen hat 3. Ach so, das sind 2 Hände. Ja gut. Er sollte schon ein bisschen mehr als ein Dolch haben. Gut, wir können aber noch die Nachricht an den Finder lesen. Werter Finder, wenn ihr das lest, bedeutet das, dass ihr mein Vermächtnis gefunden habt. Wer auch immer ihr seid, nehmt es euch und setzt es für einen sinnvollen Zweck ein. Ich betone erneut, sinnvoll. Um keinen Preis der Welt werde ich meinen Töchtern und ihren idiotischen Machenschaften meinen wohlverdienten Groschen überlassen. B. Leclerc. Okay. Machen wir. Wir teilen das mit Silas, weil Silas uns den Tipp einfach kostenlos gegeben hat. Er kriegt die Hälfte davon ab. Und wir könnten ihm sogar mehr geben, weil wir haben ja... Jetzt hier wieder runter? War doch eben noch so ein komisches Lager, oder? Eine Eispranke. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir zu dem Lager gehen. Wir speichern mal. Da sind schon mal Wölfe irgendwo. Warum wusste ich das nur? Moment. Langbogen. Stahlpfeile. Dass sie das auch schon mitbekommen hat. Kommt die hier hoch? Dann war ja von da hinten irgendwo. Das ist Blitz, das wollte ich nicht. Geht jetzt einfach hier runter. Was machst du denn jetzt? Steht da? Ein Troll? Ja, ist ein Troll. Hauptsache, wir ziehen den nicht an.
Oh oh. Pilu. Pilu. Immer weg. Wo ist eigentlich der andere? Ja, hast du gut gemacht, Filou. Jetzt komm da weg. Das ist ein Troll. Da sind die Wölfe. Und eine Kohlsuppe. Ja gut, wenn der andere sich da jetzt feiern lässt, da hinten kommt er. Unseren Pfeil wieder mitnehmen. Ja, heißer Scheiß. Hm? Sehr gut. Oh, ein Tralea Groschen. Stahlpfeil. Haben wir noch eine Kiste? Noch ein bisschen Schrott mitnehmen zum Verkaufen. Dann brauchen wir nur ein Figur. Unser explodiert nämlich gleich. So, wir hätten vorher mal noch drüber gehen können, ne? So. Seele verschlingen. Seele verschlingen ist auch nicht schlecht. Ah, hier erhöhen wir dann die Lebensdauer von unseren Tierchen. Das heißt, wir nehmen das hier auf jeden Fall erstmal. Und beim nächsten Mal können wir dann schon anfangen. Das heißt, noch zwei Level und wir haben eine sehr gute Lebensdauer von den Tieren. Ich glaube, wir kommen dann auf 1,53 oder so. Man nicht zaubern kann. Hier leer. War nicht noch einer? Ist der woanders gestorben? Egal. Wir können noch mal gucken. Wieso haben die Wölfe eigentlich ihre eigene Feuerstelle? Ah. Verdächtiger Haufen. Dreht sich immer total komisch. Der macht jedes Mal die Haufen zu. Kettenblitz. Oh, geil. Ist hier noch irgendwas? Scheinbar nicht. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden. Da hinten stand Silas, glaube ich, irgendwo. Ja, da ist er. Du hattest recht, beim dritten Hinweis war wirklich dein Schatz versteckt. Mit einer großen Menge Groschen. Was? Wirklich? Das ist ja großartig. Wie viel war es? Dann machen wir halbe. Es war eine Menge. Hier, das dürfte ungefähr die Hälfte sein. Boah, ist das viel. Mann, das ist so großartig. Tausend Dank, wirklich. Ich hoffe echt, dass das für den Spitzbartmann genügt. Komm jederzeit bei uns vorbei, wenn du reden willst, alles klar? Du bist ein guter Mensch und Mama sagt immer, von denen gibt es viel zu wenige. Kein Problem. Dass du wohnst hier, oder was? Bei ihm? Alter! Beruhig dich! Los mit dir! Hallo! Hallo!
Danke nochmal, wirklich. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Jetzt steht er zumindest weit genug weg.